Das Frühjahr 2020 war bis jetzt nicht gerade toll. Corona-Krise, massive Einschränkungen für uns alle, weit weg von unserer Normalität. Obwohl es ja mittlerweile vorsichtige Lockerungen gibt. Das Virus ist nicht weg. Es ist kein Ende der Epidemie in Sicht. Die Fallzahlen können wieder steigen. Halt, Schluss, weg damit. Weg mit den Negativgedanken. Höchste Zeit, sich auf die positiven Aspekte zu fokussieren. Durch die Corona-Krise mit allen Verboten und Beschränkungen waren viele plötzlich gezwungen, umzudenken und kreativ zu werden. Discos und Clubs, die schließen mussten, gingen ins Netz. Sie fingen an, die Musik ihrer DJs kurzerhand live im Internet zu streamen, damit jeder zu Hause dazu feiern und abtanzen kann. Hashtag United We Stream. Zusätzlich kann man aber auch spenden, damit die Clubs besser durch die Krise kommen. Aber statt digitalen Lösungen geht es auch andersrum. Auf einmal wurden nämlich alte Sachen ganz neu aufbereitet. Ein Rathaus hängte Körbe vor den Fenstern auf. Papiere zur Bearbeitung legt man hinein und schwupps, kontaktloses Kommunizieren 3.0 oder halt 1.0. Unternehmen haben angefangen, Schutzmasken herzustellen, statt zum Beispiel Babysachen oder Brautkleidern. Privatleute haben sich 3D-Drucker besorgt und ihren Urlaub für die Herstellung von Gesichtsschutz genutzt. Schnapsbrenner haben ihre Betriebe auf dringend benötigtes Desinfektionsmittel umgestellt. Winzer bieten auf einmal virtuelle Weinproben an. Und wer aus seiner Streaming-Bubble zu Hause mal rauskommen wollte, für den wurden in Deutschland kurzerhand die Autokinos wieder reaktiviert. Wie in einem 90er-Jahre-Film konnte man da auf einmal wieder in seiner eigenen Karre Filme schauen. Wir werden 2023 definitiv sowas von viel mehr Kita-Plätze brauchen. Generell erlebt das Autokino gerade eine regelrechte Renaissance, nämlich auch als Veranstaltungsort für Gottesdienste oder sogar Konzerte und Comedy-Veranstaltungen. Und natürlich kam die herzerwärmste Idee von den Italienern, gerade von denen, die es am härtesten getroffen hat. Nachdem die Kinos geschlossen wurden, projizierten Filmliebhaber alte Klassiker an die Hauswände. Ein Kinoerlebnis der anderen Art für alle Nachbarn des Wohnviertels. Jeder zeigt seine Lieblingssequenzen. Die Spanne reicht von Zeichentrickfilmen bis hin zu italienischen Klassikern aus den 60er Jahren. Ich kann euch meine Videos zwar nicht an Hauswände projizieren, aber auf euer Empfangsgerät. Dafür einfach abonnieren und die Glocke drücken. In den Industrieländern werden seit der Corona-Krise auch in der Politik längst verworfene Debatten wiederbelebt. In Deutschland wird auf einmal über ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert. Ich finde, völlig zu Recht, denn die Beantragung des bedingungslosen Grundeinkommens wäre doch leichter und schneller umsetzbar als die gefühlt 1000 verschiedenen Rettungsschirme, Zuschüsse, Kredite von Bund und Ländern und nicht nur das. So wäre auch das Problem mit den Tafeln gelöst, die an vielen Orten vorübergehend geschlossen bleiben mussten und damit als Unterstützung für Hartz-IV-Empfänger weggefallen sind. Ein Grundeinkommen, das schnell und unbürokratisch gezahlt wird, würde viele dieser Probleme lösen oder sie gar nicht erst entstehen lassen. Was ich von Hartz-IV halte und wie ich mir ein bedingungsloses Grundeinkommen vorstellen würde, das seht ihr in meinem Video dazu. Ein regelrechtes Wunder ist auch in den USA passiert. Dort wurde landesweit die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall eingeführt. Okay, das ist in anderen Industrienationen selbstverständlich, aber in den USA ist es ein absolutes Novum. Auch die bisher eher spärlichen Leistungen der Arbeitslosenversicherung wurden erhöht. Das gilt zwar erstmal nur wegen Corona und für die Zeit der Corona-Krise, aber immerhin. Diese Dinge waren den Republikanern sonst immer ein viel zu großer Eingriff in die Freiheit der Bürger. Ein Sozialstaat war verpönt, also zumindest vor der Vorbereitung der nächsten Präsidentschaftswahl. Das mag für unsere deutschen Ohren jetzt nicht besonders krass klingen, aber das ist ungefähr so, als würde bei uns Björn Höcke sich plötzlich... Bernd Höcke sich für die Rechte der LGBTIQ+-Bewegung einsetzen. Außerdem scheinen die G7-Staaten mittlerweile gemerkt zu haben, hey, anstatt uns umständlich mit langer Anreise und massiven und sauteuren Sicherheitsvorkehrungen irgendwo zu treffen, könnten wir auch einfach eine Videokonferenz machen. Da braucht es ein tödliches Virus, um auf diese Idee zu kommen. Laut Trump sollen die G7-Treffen jetzt sogar monatlich während der Carina-Krise. Darüber war Angela Merkel froh, denn wenn es eines gibt, was noch schlechter funktioniert als das Internet in Deutschland, dann ist das ihre Regierungsmaschine. Ein angenehmer Nebeneffekt der Krise ist für mich außerdem, populistische Parteien und Politiker verlieren an Zustimmung. Okay, es gilt eher für solche, die gerade in der Opposition sind.
Aber immerhin, die AfD kommt im ZDF-Politbarometer Ende April nur noch auf 9%. Der niedrigste Wert seit August 2017. Mich wundert das nicht. In so einer Krisensituation, die wirklich jeden persönlich betrifft, will ich doch niemanden, der leugnet, verharmlost und mit Schuldzuweisungen und Verschwörungstheorien verunsichert. Wie solche Verschwörungstheorien rund um Corona konstruiert sind, findet ihr hier auf dem i. Das Erfolgsrezept von Populisten ist ja, erstens Probleme benennen und eigentlich ist es bloß Probleme benennen. Tja, und in so einer Krise wie jetzt ist diese Strategie wirkungslos. Einige der Populisten, die es schon an die Macht geschafft haben, wie zum Beispiel Viktor Orban, versuchen zwar gerade noch mal schnell alles, was irgendwie geht, aus der Situation rauszuholen, aber im Wesentlichen ist das gerade keine gute Zeit für Populisten. Mir ist aufgefallen, Politiker, die in der Regierung sind, sind gerade richtig beliebt, wenn sie konstruktiv arbeiten und damit Sicherheit vermitteln. Alleine schon, wie viele Menschen in den sozialen Medien Merkels Reden geteilt haben. Angie ist wieder von den Toten auferstanden und ihre Zustimmungswerte sind hoch wie schon lange nicht mehr. Ich finde, eine stabile Regierung und hohe Zustimmungswerte für eine besonnene Kanzlerin sind etwas Positives. Welche Rolle Frauen in der Krisenzeit generell spielen, das seht ihr in diesem Video von Gute Nacht, Alter. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt auch in der Wirtschaft einen Hoffnungsschimmer. Denn nach dem Abschwung ist vor dem Aufschwung. Einige Experten glauben sogar, dass die deutsche Wirtschaft 2021 wieder wachsen wird, weil Deutschland im Kern ja eine gesunde Volkswirtschaft hat. Mit anderen Worten, wenn einer glimpflich davon kommen kann, dann sind wir das. Und unsere Wirtschaft wird höchstwahrscheinlich gut und schnell in der Lage sein, aus so einer Krise eben auch wieder rauszukommen. Die Krise hat uns gezeigt, was alles möglich ist und dass nichts von dem, was wir als Normalität kannten, alternativlos oder selbstverständlich ist. Vielleicht überlebt ja ein Teil dieses Spirits die aktuelle Situation. Wir könnten ihn zum Beispiel beim Klimawandel wirklich gut gebrauchen. Ich meine, wenn die Kreuzfahrtschiffe dauerhaft im Hafen bleiben müssten, würde uns da wirklich etwas Essentielles fehlen? Oder wenn der Flugverkehr drastisch reduziert werden würde, was brauchen wir wirklich? Wollen wir überhaupt ganz in die alte Normalität zurück? War es nicht mal ganz schön mit dem Kondensstreifen freien Himmel? Noch stärker kann ich mir diesen Gedanken zum Beispiel in indischen Städten vorstellen. Auf Twitter posten die Leute Bilder von Bergen, die sie seit 30 Jahren zum ersten Mal von ihrem Zuhause aus wieder sehen können. Verbunden mit der Forderung, die Regierung soll auch in Zukunft die Luft sauber halten. Und wenn euch das zu abstrakt ist oder zu weit weg, dann denkt doch bloß mal daran, wie geil das wird, wenn wir nach Corona das erste Mal wieder feiern gehen können. Grillen mit Freunden, Oma knutschen, ins Stadion gehen. Alles das wird sich so viel besser anfühlen, gerade weil wir eine Zeit lang darauf verzichten mussten. Wäre Weihnachten jeden Tag, wäre es ja auch nichts Besonderes. Also vielleicht mag der eine oder andere von euch diese Zeit auch einfach für die schönste Freude nutzen, die Vorfreude. Ich persönlich freue mich auf meine Friseure. Falls du das hören kannst, ich vermisse dich sehr. Was vermisst ihr am meisten? Ab in die Kommentare damit. Schaut euch noch dieses Video von Mr. Wissen2Go zum Thema Verschwörungstheorien an. Ich sag tschüss und bis nächste Woche.